Das Wichtigste aus der Bielefelder Politik, kurz und kompakt bei Stadtrat Schlipter, liest Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Was hat uns diese Woche beschäftigt? Da würde ich sagen, war eines der wichtigsten Themen oder meist diskutiertesten Themen die sogenannte Fahrradsause, die Premierenfeier für den kurzen Werbefilm Bielefeld fährt Rad. Das ist ein 4- bis 5-minütiger Film, der vom Amt für Verkehr gedreht, in Auftrag gegeben worden ist, hier gedreht worden ist in Bielefeld, wo Leute mit dem Fahrrad zur Musik herumfahren. Und dazu gab es auch eine Premierenfeier. Und wie sich nun herausgestellt hat, hat der Film 55.000 Euro gekostet und die Premierenfeier hat auch nochmal 55.000 Euro gekostet, auf der an die 200 Gäste waren. Und das natürlich schon eine enorme Ausgabe. Und da fragen wir nach, haben wir eine Anfrage auch geschickt, wie sich diese Kosten denn überhaupt jetzt zusammensetzen. Die Leserbriefteile der Zeitung waren gut gefüllt mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich nicht so ganz erklären können, die Prioritätensetzung 55.000 Euro dafür auszugeben. Jetzt stand auch noch mal zu lesen, dass der zuständige Dezernent, der grüne Martin Adamski, der Verkehrsdezernent, eingeräumt hat, dass das doch nicht so gut gelaufen ist. In der Ratssitzung klang das von Rot-Grün noch ein bisschen anders. Da hieß es, Qualität kostet Geld, aber jetzt scheint man sich ein bisschen zu besinnen und will das auch intern wohl untersuchen. Antworten auf unsere Fragen wären ja schon mal ein Anfang. Das passiert im nächsten Ausschuss und wir werden da weiter dranbleiben. Und wir haben halt auch vor, der Haushalt wird beraten, wenn dieser Titel Marketing für Fahrräder, also wenn da jetzt nur noch diese Party noch machbar ist, dann glaube ich, sind die wesentlichen Ziele dort erreicht und wir brauchen diesen Titel nicht. Wir wollen den streichen und wir wollen uns auch darum kümmern, wer hat das wirklich freigegeben, was für ein Prozess ist da. Wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass, wenn es einen normalen Vier-Augen-Prozess gibt, dass man solch eine Party genehmigt. Die einzelnen Kosten sahen da auch nochmal interessant. 25.000 für die Miete des Kinos, Catering, Zelt. 19.000 für die Organisation durch eine Agentur, 19.000 Euro dafür erscheint uns sehr viel, 10.000 Euro nochmal für Dekoration, Druck, Dekoration, Präsente, da wollen wir auch mal genau wissen, was sind das für Präsente, scheint uns also insgesamt für 156 Personen, wie jetzt zu lesen ist, 55.000 Euro, doch ziemlich viel, 300 Euro pro Kopf, da. Das muss eine schöne Party gewesen sein, ist allerdings angesichts unserer Haushaltslage natürlich sehr stark in der Diskussion. Zweites Thema, was uns beschäftigt, die NW titelte am Mittwoch Grundschuleltern sauer auf die Stadt. Der Bau der drei neuen Grundschulen kommt viel zu spät. Das ist etwas, was wir seit Jahren anmahnen, was ich selber im Schulausschuss immer wieder angemahnt habe. Seit Anfang 2020, also seit 3,5 Jahren, liegt diese Prognose endlich vor. Die kam auch schon zu spät. Und da stand halt klar drin, wir brauchen 3 neue Grundschulen und Erweiterungen an 3 Schulen. Und selbst das deckt noch nicht die zusätzlichen Schüler, die kommen, ab. Ja, wir mussten da also voll in die Reserve gehen, dass also jeder Raum wirklich genutzt wird. Und trotzdem brauchen wir noch diese 3 neuen Schulen. Und bislang ist noch nichts gebaut. Noch nicht mal zu Ende geplant. Fertigstellung rückt immer weiter nach hinten. Und jetzt wurden Interimsstandorte mobilisiert, also andere Gebäude, die zur Verfügung stehen, die dann dafür genutzt werden sollen. Allerdings nicht dreizügig, sondern nur zweizügig. Das heißt also, insgesamt fehlen schon mal wieder 3 Züge. Und die liegen natürlich auch irgendwie am Rand von dem jeweiligen Bezirk, also von dem Standort entfernt. Das ist einmal die Gutenberg-Schule, das ist in Sennestadt eine Schule, die mobilisiert wird. Und das ist die Pestalozzi-Schule in Sieka. Sieka halte ich für besonders problematisch, weil das Einzugsgebiet der neuen Schule auch zu erwarten lässt, dass das eine Schule wird mit großen sozialen Problemen, weil es überhaupt nicht mehr heterogen ist, also verschiedene
Schüler aus verschiedenen Elternhäusern dahin kommen, sondern tendenziell eher, das kann man sich im Lebenslagenbericht angucken, alles um die Sieker-Mitte in eine Schule jetzt neu konzentriert wird. Das haben wir von Anfang an kritisch gesehen und wollten diesen Schuleinzugsbereich mal sehen, um zu sagen, wie setzt sich denn die Schülerschaft zusammen. Erst jetzt kamen die ja und wurden jetzt auch erst verabschiedet. Das Westfalenblatt hat hier dann auch einen sehr großen Artikel dazu nochmal gemacht, zu der Planung. Werde ich dann auch nochmal zitiert, dass jetzt diese Einzugsbereiche anders nicht mehr machbar sind. Aber das ist natürlich ein denkbar schlechter Start in diese Schule ist. Das Gebäude gibt es noch nicht. Die alte, ehemalige Pestalozzi-Schule ist nicht besonders einladend, wird jetzt so notdürftig hergerichtet, liegt am Rande des Gebiets. Die Kinder müssen wahrscheinlich mit Bussen dorthin gebracht werden. Und der Schuldezernent meinte, ja, diese Schule bekommt alles, was sie Schulsozialarbeit und so weiter, was man da braucht. Und mich überrascht das. Das Thema würde so sein, so wird es hier zitiert, diese Schule so gut auszustatten, dass sie funktioniert. Und ich glaube halt nicht, dass durch städtische Angebote das auszugleichen ist, das ausgleichbar ist, was durch fehlende Heterogenität verloren geht. Weil das ist ein Schlüssel für eine gute Schule, dass wir aus verschiedenen Hintergründen Schülerinnen und Schüler da zusammenbringen. Das wird dort nicht mehr passieren. Ist eine Schule, die von Anfang an dann auf städtische Angebote angewiesen ist. Schlimm halt insgesamt ist, dass seit wir Schulentwicklungsplanung jetzt endlich machen, noch gar kein Platz gebaut ist, sondern alles in Interim- und Modulbauten untergebracht wird und diese drei Grundschulen hätten schon längst fertig sein können. Das ist ein Versagen des Schuldezernenten und auch von Rot-Grün, die das immer wieder decken, obwohl wir das immer wieder angemahnt haben. Wir werden diese Knappheit auch bei den Gymnasialplätzen haben, aber das Schlimmste sind im Moment wirklich die Grundschulen. Da kommen ja diese neuen Schüler, die wachsenden Schülerzahlen als erstes an. Ja, letztes Thema, was ich mir rausgesucht habe, ist der Altstadtraum. Wir erinnern uns, der erste Versuch ging so richtig in die Hose. Eigentlich eine gute Idee, in der Altstadt die lebendiger zu gestalten. Da sind auch Händler dafür, sehen das positiv, das etwas aufzuwerten. Da haben wir auch immer wieder gesagt, sind wir dabei. Ja, auch hier sind wir bereit, da Verkehrsberuhigung zu übernehmen, weil das Verbesserungen erzeugen kann. Da muss kein Durchgangsverkehr unbedingt durchlaufen durch dieses Quartier. Damals hatten sich dann die Grünen das Ganze gesprengt, indem sie halt darauf bestanden haben, dass auch der Waldhof gesperrt wird und als Fahrradstraße gemacht wird, was nicht so sinnvoll war. Dann ist das deswegen auch weggeklagt worden. Die mussten alle anfangen, ja, 750.000 Euro, nicht nur für Tischtennisplatten, aber auch voll in Sand gesetzt. Jetzt haben sie das neu aufgesetzt, auch sehr teuer, mit mehreren Büros. Und die haben jetzt Entwürfe vorgelegt, die wir jetzt prüfen wollen. Wir sehen nach wie vor einen konstruktiven Ansatz dort, wollen das auch konstruktiv begleiten. Wir glauben, da ist eine gute Chance drin, ein bisschen mehr noch aus der Altstadt zu machen. Parkraum ist durch Parkhäuser auch vorhanden, da muss nicht überall geparkt werden. Da sind wir schon auch der Meinung, dass man da mehr sperren kann. Also es ist schon ein Gebiet, wo wir wirklich jetzt im Konsens mit Anliegern, Händlern, Gastronomie und Nutzern und auch ja, im Rat mit den unterschiedlichen Fraktionen etwas erreichen können. Wie gesagt, der erste Versuch ging schief und jetzt sind wir gespannt auf den zweiten. Also wir sind da immer offen dafür, uns da auch positiv einzubringen und vielleicht an der Stelle Altstadt könnte es auch klappen, dass wir da zusammen eine gute Lösung hinbekommen. Da sind wir jedenfalls jetzt in der Prüfung und da wird es auch in Zukunft noch mehr Berichte und Diskussionen auch in der Stadt geben. Ja, jetzt sind Stadtrat Schlifter liest Zeitung, geht in die Herbstferien. Wir werden zweimal nicht lesen oder nicht vom Lesen berichten und sehen uns dann danach wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann.